Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Edna bricht aus, die Sammleredition mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir haben den Generalschlüssel. Ich will jetzt erstmal gucken, was hier ist. Es gibt noch eine Möglichkeit, oben das Gitter aufzuschließen. Dann brauche ich mich immer hin und her reisen. Ja. Passt bestimmt, ne? Wir gucken mal, was da draußen ist. Ganz vorsichtig. Ich bin endlich frei. Yippie! Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. War klar. Gleichzeitig? Oh. Dr. Marcel ist wieder da. Scheiße. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Da kommt Stiesel. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Du vor allen Dingen. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Aha. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Oh, das macht es mir jetzt nicht leichter. Hätte ich noch nicht... Neben Deckel kann man hier... ansehen. Schaue an. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Da sind laut der Generalschlüssel drin. Geil. So einen hab ich schon. Also, falls wir den Schlüssel loswerden, finden wir hier einen neuen. Gehe zur Garage. Was passiert denn? Oh, hier ist was kaputt. Ah. Kann ich das nehmen? Da ist noch was ich nehmen kann. Halt, bestimmt. Das liegt so einzeln da. Und was haben wir hier noch? Lackdosen. Kann ich die auch nehmen? Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Dann schau sie dir wenigstens an. Schau, Poki, ich hab dich vergessen. Entschuldige. Bordeaux Metallic. Oh, gut. Poki, was sagst du dazu? Dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft weg! Das ist alles nur Unsinn! Alles nur Unsinn! Unsinn! Jetzt bin ich neugierig! Das Startkabel habe ich. Mir fehlt nur noch die zündende Idee. Aha, kann man damit reden? Mit Startkabel. Mr. Startkabel, Energie. Oh, das erinnert mich an Star Trek. Das spielen wir gerade, der Herr Kelos und ich. Reden mit dem Schlüssel. Der große Vorteil des Schraubenschlüssels ist ja dieser. Ich muss ihn nicht abknabbern, bevor ich Schrauben damit lösen kann. Wie Eine sinnvolle Ergänzung zu meiner Zähnigel. Fußnagelfähigkeit. Ja, und wie... So, jetzt haben wir... Jetzt gucken wir uns mal die Autotür ansehen. Wie bekomme ich die jetzt auf? Benutzen. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Fenster? Das Fenster ist aber nicht ganz zu, würde ich sagen. Es ist einen Spalt weit offen. Oh, was machen wir den Spalt größer? Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Ach so. Du hast recht. Kompliziert hört sich nicht gut an.
Was haben wir hier noch? Messer? Ugh, Stuhlbeinens könne kaputt gehen. Autotürens könne kaputt gehen. Hä? Ugh, dann könne kaputte Autotür sage heile Stuhlbeinen. Aufgehen. Mach aufgehen. Ja. Habt ihr einen Schuss? Ihr habt einen Schuss. Wartet mal, mir fällt noch was anderes ein. Ja, ich male einfach einen Türknauf drauf. Oh nein, das meinte ich nicht. Findest du es nicht ein wenig schlicht, die Gesetze der Physik auf diese Art zu brechen? Doch, oh. Nee, ganz. Ist ja, doch gut. Du hast recht. Und mal gleich noch ein Reserverad dran hier. Hier hinten. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Was denn? Plopp. Das war jetzt aber ein Schluss ins Blaue. Benutzen. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Ja, ich weiß auch wen, den Schlüsselmeister. Aber hier ist auch noch das Auto kaputt. Wir brauchen was. Ich mache den Telefonhörer ran. Mir ist hier aber auch nichts zu machen. Halt, wartet mal. Nee, hier kann man nichts. Kann man nichts. Ich lasse die Tür mal auf vom Fluchtfahrzeug. Und, ach, wir gucken mal. Ah, das ist die Limousine. Ersatzreifen. Kann ich den nehmen? Nicht gut. Oh oh. Kann hier nichts machen. Ach, dann kommt der. Merken. Aber wir können mal hier... Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die... hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch zwei Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Warte mal, Poki. Ja, ähnlich brutal wie, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel. Das funktioniert nicht. Na gut. Ist hier noch irgendwas? Was ist denn jetzt los? Du sollst nicht reingehen ins... Oh, hier ist auch noch was. Warte mal, da will ich noch gar nicht hin. Geh mal hier zurück. Ich wollte nur gucken, ums Haus. Generalschlüssel? Nee, ist nichts weiter. Dann gehen wir mal ums Haus. Ich mochte immer die Itemreaktionen auf die Vogeltränke, weil Harvey immer Störche fangen will und Edna versucht es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich. Die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. Man würde es ihm schon irgendwie gönnen. Auch wenn Störche selten sind, aber... Das hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Dann sehen wir uns erstmal den Garten an. Ach, den kann ich nicht angehen, da kann ich bloß hingehen. Dann schauen wir uns mal das Fenster an. Das ist der Gruppentherapieraum. Ja, das habe ich mir gedacht. Die Gruppe ist fort. Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Oh, wie die essen. Oh, was kann man denn hier machen? Zen-Garten, Zen-Garten, Zen-Garten. Stein? Hier muss man bestimmt ein Muster legen. Irgendein symmetrisches. Oh, ein neues Rätsel. Was ist hier? Vogeltränke? Aber vielleicht sollte ich mir das mal ansehen vorher. Nee, kann ich nicht. Ich müsste... Ich gehe jetzt dahin. Ich gehe jetzt dahin. Jetzt kann ich hier aber kein Ansehen machen. Okay. Ich kann nur zurück. Zurück. Wir schauen uns mal die Vogeltränke an.
Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Ja, warum wohl? Der riecht. Harvey? Oh, eine Vogeltränke. Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Was? Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer wildert in unserem Revier. Jetzt gehen wir mal zum Garten. Ich gucke mich hier erstmal um. Was ist das? Mauer? Eine Hake. Kann ich die... Die Hake lehnt an der Wand, als wollte sie gestohlene Uhren verkaufen. Wie bitte? Nimm die Hake. Was sagt dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Hake aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren. Also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Die werden dann bezahlt nach... Das ist der erklärte Etappenfeind. Hier war noch irgendwas. Mauer. Da ist nur die Veranda mit. Geh zur Veranda, Mauer. Mehr ist hier nicht, ne? Dann gehen wir mal wieder zu... Veranda. Zu Vera. An... Nda. Zu Vera Nda. So. Ich hab noch eine Idee. Ich würde mal gern gucken, was passiert. Was passiert? Pieks? Oh. Mist. Warten. Ausbruchssichere Fenster. Dann gehen wir mal ins Haus. Turek. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich speichere aber erstmal, bevor ich jetzt hier was Falsches mache. Ich nehme jetzt mal bewusst diesen. Ich wusste heute auch nicht, welchen Spielstand der aktuelle war. Das wird ja nicht angezeigt. Aber ich habe trotz zufälligerweise den richtigen gefunden. Jetzt gehen wir mal hier hin. Hier ist alles beim Alten. Okay. Jetzt gehe ich mal zum Gitter und schließe das auf, wenn das geht. Wenn man mich lässt. Ja. Benutze. Wo ist der Schlüssel? Da mit. Schloss. Ja. Sie hat ja gesagt und nichts passiert. Gut, das haben wir auch. Und da ist noch was mit Schloss gewesen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Das machen wir alles mal auf. Das machen wir auf. Ja. Gut. Damit haben wir uns erstmal die Wege freigemacht. Was können wir jetzt noch machen? Wozu brauche ich das eigentlich alles? Das könnte ich mir eventuell vorstellen, aber... hier jetzt noch rein. Doppel gespeichert. Die sind alle weg. Ist keiner da. Wo sind die denn alle hin? Sind die essen? Sie sollten ja alle zum Essen. Geh mal wieder runter. Die Essenküche war unten, ne? Oh, oh. Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist er wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Wie kommen wir denn jetzt wieder raus? Ich weiß wie. Gucken.
geht's ja nicht zum Essensaal. Der doofe Chauffeur. Hier ist auch keiner. Alle weg? Schade. Der Wäschelift ist inaktiv. Ach, das geht auch nicht. Oh, ein Problem. Ach so, benutzen. Ach nö, mir gefällt diese Partystimmung. Mhm, jetzt ist hier aber keiner drinne. Aber ich kann hier nichts weiter machen außer Fingerfood und... Edna! Schwebetisch. Guck mal. Kann ich auch hier? Nee, kann ich nicht. Na gut, dann gebe ich hier wieder raus. Hier geht wohl jetzt nichts mehr. Ist denn der Bienenmann auch weg? Tatsächlich. Kugelschreiber ist um Klassen besser. Na gut. Wo komme ich denn jetzt wieder raus? An und an den Typen vorbei. Ich bin ja jetzt im Haus. Scheiße. Scheiße, der Wäschelift geht auch nicht. Ich kann hier zwar... Pass auf, jetzt ist der Typ da wieder. Der war vorhin nicht da, weil die Alarmanlage ging. Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry. Das kennen wir schon. Hallo? Ich suche lieber einen. Ja, welchen anderen Weg? Kommen wir denn hier irgendwie weiter? Hier ist nur der Waschraum. Den kann ich nicht nehmen, ne? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, du wirst Feuerwehrfrau. Aber nein, sie wird Pyromaninnen. Die Tür geht nicht. Die geht nicht. Ach ja, ich habe eine Idee. Tür. Ich gehe erstmal, wir fragen ihn erstmal. Geht das? Hallo, Prinzessin. Hallo, Schlüsselmacher. Kommst du voran? Kommst du voran? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Und wir können zu Phase 2 meines Plans übergehen. Du kriegst was zum Anziehen. Inventar. Du bist frei. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Ja. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Dein Mundgeruch? Was, worauf wartest du? Los geht's. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Hey. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Ich will aber noch weiter mit dir reden. Wolltest du nicht mitkommen? Ich sagte es bereits. Wir treffen uns in der Garage. Na gut. Komme ich auch nicht weiter. Hier geht's ja bloß in den Saal, in den Schlafsaal. Geh zu Flurende. Schlafsaal. Wie können wir hier weiter? Ich weiß es doch nicht. Ich kann hier nur höher gehen, ne? Auch wenn ich nicht will. Edna. Stell dich nicht so aufreizend hin. Wie ist denn der da überhaupt rausgekommen? Wir hätten das wieder verschoben. Kann ich hier rein? Da ist das Gehirn. Was ist das? Das für eine grüne Substanz, aber die geht nicht. Hier kann ich raus, das weiß ich noch.
Aber das bringt uns doch auch nicht weiter, ne? Wie kriegen wir den Wachmann abgelenkt? Ich weiß es nicht. Na gut, ich habe eben auf die Uhr geschaut. Ich würde mal sagen, wir lenken den Wachmann in der nächsten Folge ab. Vielleicht fällt mir da was ein. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.